Klärung. Keinesfalls sei das Schwarz der letzten Gemälde ein Vorbote, so seine Tochter. Ihr Haar ist direkter Nachfahre der späten Palette. Ein Strich so satt, dass er bis nach Texas reicht. Wohin es mich zog, seit ich zum ersten Mal aufbrach, vor Tagesanbruch, vierjährig, auf dem eisblauen Sitz in schlafrotem Pullover und in Erwartung, nicht wissend, wessen. Eine Kordel hielt die Nacht im Fenster des Fiat und die Strähnen vom Anfang zusammen. Ich floss ein in den Asphalt und die Wand, den Wald, Amseln zeichneten sich ab im Gedächtnis und dunkelten nach auf den Masten in Texas, das ein Land aus steinaltem Tannenhonig war. Eine Leinwand, die das Schwarz aus den morgentraurigen, formlosen Dingen sog. Es schluckte wie geschmolzenen Zucker einer Kapelle aus Amseln zum Futter, da wo die anfangen in Texas. Brom. Geschah mir das im Purpurschneckenschlummer? Das Heim, das mich umarmte, dem ich mich anschmiegte, dass ich nur so stürzte, dies tat, das nicht, mich endlich in den Tag entwand mit dem Rückgrat einer Wendeltreppe? Möglich, kein Unterliegen fällt schwerer als ein anderes in Wirklichkeit. Einmal bin ich die weiche Schleppe, die ins Laken geknotet ihr besseres Gedächtnis buckeln muss, ihr Wünschen und Irren. Ein andermal erwischt mein Schlaf mich überall, zieht mich auf den Flur zwischen den Häusern und ich klappere vor meiner Tür. Nicht mehr als der unversehrte Müll. Was aus ihm werden könnte mit der Antwort, die er sich gibt. Wie konntest du? Zinn. Am besten so einwickeln, dass es was hermacht. Hübsche Kaliber Silber. Etwas, wofür man bezahlt haben könnte. Oder womit? Die Knöpfe an den Filzjacken aber sprangen auf und davon, desertierten vorm Winter vor Moskau zuerst. Reine Ermüdung von Material auf dem Rückzug. Überhaupt dieser Hang von Anordnungen sich aufzulösen. Durchgekautes, in Lametta gewickeltes Elend der Orgelpfeifen. Ständig werden sie nachgestellt, die totgesagten Zeiten, in Reih und Glied verrückt um eine Fingerbreite. Napoleon am Stolpern, das zurückgeschlagene Imperium als Flachfiguren in den kaiserlichen Farben der Revolution oder vollumfängliche Elben, Helden, Monstren zu Legionen legiert, jedes Volk spielbar, laut Handbuch. Bleibt das Geschrei beim Verbiegen? So ungefähr. Doch gleich ist's überstanden. Ein Ständchen, das Kreide gefressen hat, noch zu Ehren einbeinigen Spielzeugs, der Schmelz von Blech, ein Tusch zuletzt, überm Scharren aus den Seifenlagerstätten. Und schwaches Rascheln, während, was lange die Linien zerwandelt, seine Aberrationen verteilt, Abersaat streut, die langsamen wieder. Tellur. Für Untergänge den Kopf in den Nacken zu legen, darüber glaubten wir uns hinweg. Dampf und Staub lagen uns auf der Zunge, parate Pillen gegen Berückung, auch Windiges wie Waldsaum, Feldrein. Wo immer wir uns verliefen, waren wir schon gewesen. Aus dem gleichen Holz, ebenso faul, so paradox, säppten wir uns durchs Dickicht, das sich wiederholte oder uns. Geschehenes wird jederzeit, nicht mal wir unterliegen hier dem Fortzwang. Einmal im Freien gefallen, rappeln wir uns auf, um zu fallen, fallen hin zum Rappeln, raffen uns zum zappelnden Slapstick auf, zum haargenauen Straucheln, ein Evergreen, diese Vorstellung bis zur ersten, die wir nicht erleben, während Wahrscheinlichkeiten stiegen für Niederschläge. Hielten wir an, war es laut wie eigenes Blut. Um die Knöchel sammelte sich langsam Schlamm. Dann humpelten wir uns wieder warm, fuhren mit Kippenglut den Linienflügen kosmischer Objekte nach, Störstellen des Planeten, auf dem defekte kleinster Teile Ausgang sind und nicht, wie in manchen Streifen, das Ende.
Jod. Die Glieder, eins, zwei, gefaltet, liegen bleiben in der Anatomie einer einfachen Blume oder in der Nachahmung des Beginns. Ohne Fingerabdruck, ohne unterscheidbare Züge um die eigene Mitte gefesselt, das Auszählen abwarten, Joch und Mond, drei, vier, die bis zu den Gräten des Gehörs nummerierten Schlüssel Gebeine markieren, wo was verbunden werden soll. Von innen besehen sind die Brüche klar, die Knochen transparente Relikte auf der Schiene, die nur eine Richtung erlaubt, überholt. Völlig durchleuchtet ist eine Linie die andere wert, nicht zu fassen, und jeder vollständige Satz Gelenke bedeutet schon einen künftigen Unfall, der Wachstum simuliert. Was sonst hätte uns austreiben lassen? Was sonst versucht? Abtauchen vielleicht zu den nassen Schatten, aus der Art schlagen, nicht unverdauliche Perle einer ins Restlose gezogenen Nahrungskette mehr sein, sich lösen, ganz Gelatin, das Gesicht ein Überschuss, der zu entwickeln gewesen wäre, abgelegt, eine eiweiße Schlupfhülle. Im Talus der Braunalge wachsen Gegenmittel zum Gedächtnis an, Prophezeiungen, die zu erfüllen keiner sich weigert. Kleines Glossar mildernder Umstände. Inscientia. Dass keiner weiß, was die Inseln wissen, Rinde weiß, Satelliten gleich nach dem Planetenringen der Bäume erfahren. 100.000 Jahre länger als geglaubt sind wir an der Arbeit. Vor 10.000 jagten wir Gnus im Flachland rund um das Riff. Im nächsten werden wir flüssig genug für die Arche auf dem Mond. Und noch ist nicht zu entziffern, wie das hereinkam, das Kryptonit, das ausgedachte Kronenzeug, wie genau es die Synapsen verzuckert. Aber Trost wird's geben. 14 Mal am Tag die Algenblüte live, das Majestätische, pausenlang das Wühlen im Fell eines beharrlicheren Tiers. Fatum. Dass alles im Fluss ist und am Stillstehen stirbt und nicht aufzuhalten ist und kein Weg in die Kinderbetten früher ausgestorbener Herrscher, hinter das abgeknöpfte Fell, hinter die Erbkrankheit, die einigen Affenarten das Gebiss ruinierte, und das ist die Freiheit nie und nie die des Willens und wenn wer wir das noch so, sondern die Vorstellung, allein zu sein und das Abschweifen, das Ektasium der Rotalge, und die ekstatische Ausdehnung der Wasserpisten, die Gezeiten, das Zwielicht in den Wörtern und den Allwetternerz und Dubitatio, dass ich manchmal zu einer Bewegung auswachsen, die wie Chinesinnen Füße gebundenen Hände strecken, zunächst kaum, nach und nach gar nicht fassen könnte, wie es da oben blaut, schwillt, mäanderndes Geäder mit Niagara-Speed bei Ilulissat versickert, solange ich das aushält, dann erst die Unmöglichkeitsammen es einwickeln und auf Eis legen lässt, dann die Wahl, Gesänge, der Tran, auch die Sorge des eigenen, dass es getröstet werde, den Sinn lenke, auf die näheren Verwandtnisse verwende, mit der symbiotischen Zunge sein Wesen verstehe, ob das zu machen ist, seine Liebe zum Fernsten, die nach Salz schmeckt und sonst nichts. Distributio. Dass es in Steinen reiste, verklumpt also, anderswo losgelassen, abgeschmissen, aufgegeben von anderen bei der Ankunft taute und abkühlte beim Aufprall auf steinhartes Meer und wieder erstarrt einprasselte, Splitt, mit dessen Fliegengewicht, dessen Unschuld weitersank, also ganz am Anfang mit Animiertsein und Empathie mit dem kalbenden Gletscher, noch zu begleichen, also mit Außerachtlassung von Warnhinweisen vor Bildern, die beunruhigen könnten vielleicht, von Elefanten, die derselben Korrektur bedürftig wie unser Karma sich die Zähne abgewöhnen. Contentio. Dass man tut, was man kann, flüssigste Mantren, ora et labora, weitersehen, aufhören, loskommen, kleiner werden, Petitessen zeichnen zur Rettung des Waldes vor dem Sägemehl vom schwarzen Brett und so fort, nach dem Pilates beim Waschen glitzern, 80 Kostbarkeiten in einem hochempfindlichen Sack, aus dem zeitgenössischen Museum die Last Generation That Will Die Karten schicken, den Abstand verringern zwischen beiderlei Traurigkeit, grundlos eine ohne Boden und kein No-Go-Becher in den Absolutionsämtern mehr.
Constitutio. Dass es, wie es aussieht, auch anders nicht geht als gelenkig. Das Rückgrat in die Obsoleszenz schlingert, der Gang das Glanzstück hinken macht, an Krücken führt oder wie es gebaut ist zum Jargon des Do-it-yourself und die Schlangensilbe selbst, Paragraph 1, der Heilungsprozessordnung, sich aus dieser Architektur eben so ergibt von selbst, dass das auf zwei Beinen mit seiner Durchschnittslähmung für seine Übertreibung zahlt, fürs Recht auf Plan B mit seiner ausgerenkten Hüfte. Confessio. Dass ich eigentlich wie jeder mit Einfluss auf die Geburtenrate und das Überleben der Bienen vom Mangel an Unterschieden erniedrigt und mächtig wie jeder bin, gierig aufs Neue, auf die unendliche Landebahn stolz, auf die Null, das meine, gute Reflexe, Nofretetes zarten Teint, das ich noch erröte, an der Sonne verzweifle, am Ozon, am Pool, in der Abgeschiedenheit meiner Schonzeiten mit dem Schwamm kämpfe, der Vermorschung mein schiefes Herz bekenne, das Eisen, das freie Radikal, das ich im Fluss mit meinem Stein. Bilder für. Wir einigten uns auf Rehe. Die umgestoßenen Stühle auf der Veranda, die Tür, die wir abschließen konnten, so oft wir wollten, Rehe. Verschanzt im Gespräch sahen wir es manchmal fast. Kleinigkeiten nahmen Rehgewohnheiten an, wechselten von einer Ecke Schublade Tasche in die andere. Ein Kamm, Rasierklingen, eine Tüte voll Dörrfleisch. Die Bilder auf den Kommoden hätten uns warnen können. Das Strahlen in den Gesichtern, versenkt von 10 Sommern und mehr, der Eltern, Geschwister, Kinder des Paares, das unsere Möbel nicht mehr brauchte. In der Gegend kennt man den Zorn solcher Häuser, auf Gäste, die Handabdrücke hinterlassen, Haare, das schmerzlose Lächeln abgeschnittener Fingernägel, die Mulde im Bett. Wir blieben in der Vorfrühlingsdämmerung und wachten in einem Haus auf, das uns kaum wiedererkannte. Doch am selben Morgen, an dem du deine Zähne vermisstest, stolperte ich über einen weißen Stein, wie gemacht für deinen Kiefer. Und da war es, als ergäbe es keinen Sinn, aber eine Form, in der sich fand, was uns verloren ging. Ein schweigendes, nebelatmendes Rudel, das seinen Kreis ganz langsam um uns schloss. In einer anderen Nacht verbrannten wir im Garten. Die Araucarie gingen Federn auf, ihre Vögel in Astern, und binnen der Sekunde, in der wir davon stoben mit der Helle, die uns an sich riss, begriffen wir, Bilder sind die schwächere Methode, etwas wiederzugeben. Aber solange wir lebten, liebten wir sie, wurden gestürmt von ihnen, gefangen, gezeichnet. Was danach kommt, ähnelt uns nicht mehr als das entfernteste, alles nach sich ziehende Teilchen im Licht, in dem wir einander erscheinen, wenn die Finsternis uns wieder ausspuckt. Dich, die wunde Stelle am Hals betastend vorm Spiegel, mich mit dem wiedergefundenen Kamm, schön in meiner Vorstellung von dir, uns am gedeckten Tisch, wenn wir sehen, die Rehe räumen uns nicht. Dann berührtest du, oder war ich es, meinen Arm. Xenon, sag was, ist nah. Die warmen Steine nicht zu glauben unter einem Dach. Unter Diktat vermesserte Stel, nein, verbessert verheerte, was dicht. In Mauernähten nestelnd schon ein Schlaf oder Verrat. Es räumte, beinahe aber falsch, es träumte aus denselben Zimmern vom Heilen einen Kanon vom Hier, was wär. Über und über das Blaue geziegelt, die Trophäe war ins Feld, wie käme das näher? Anwandeln, klar, ungemeint, wie's Schönste nur sein kann, bei sich, versteckt. Das von keiner Landung behelligte, brandige Uferstück Dreck. Und wer trägt's nicht zu glauben, kratisch Allotrio trägt's weg und mit der Leichtigkeit des Tors auch noch
aus dem das geht. Was Wahn? Es kam selb andern oder so ähnlich wie in ein eigenes Gesicht geschickt, Vogelschlag süßer, abernder, manometrischer Dialekt, Schrittmachers Zahn um Zahnrad in sich zurückgetickt, mein Oder. So ähnlich. Wörter. Und keiner weiß mehr als das, was drüber spricht, in Silben, Spalten, klemmt nicht zu glauben, was doch ist. Da, das Aber, an sich haltend, mich und mich. Ja, danke Silvia für die schöne Lesung. Ich hatte ja die Texte vorab schon bekommen und hatte mich auch schon gefragt, also ich habe dich auch noch nie lesen gehört, deswegen war es jetzt irgendwie ganz interessant zu hören, wie du es liest und wie du es betonst, deine Gedichte. Und ja, also ich habe eigentlich ganz am Anfang eine Frage zu den, du hast Gedichte gewählt aus deinem Gedichtband Fremde Fälle und aber auch vom periodischen Gesang / Fußnote und ich habe das gar nicht, ich hätte es glaube ich gar nicht gecheckt, dass es das Periodensystem ist, weil ich diese Worte Brom und Zinn und wie heißt es Tellur und so, das war mir alles vollkommen unbekannt, also Zinn nicht, aber und Jod natürlich auch nicht, aber die anderen waren mir komplett unbekannt, so viel zu meinen Chemiekenntnissen. Aber genau, das Periodensystem muss ich nochmal nachschauen, hat 118 Elemente. Hast du auch 118 Gedichte? Noch nicht. Ich hatte ja auch in den Anmerkungen, die wir einander ja schicken durften oder sogar sollten, erzählt, dass das ein Projekt ist, das vor 25 Jahren oder sogar vor 26, 27 Jahren begonnen hat und dass so eine Art Hausapotheke gewesen ist anfangs. Also ich wollte eigentlich weg von ganz individuellen Zugängen. Ich wollte tatsächlich mich mit etwas, auf das Verlass ist, beschäftigen, poetisch. Und habe dann, also ich hatte halt die Idee, jedes Element auch formal seiner Position im Periodensystem gemäß aufzubauen. Was aber im Laufe der Arbeit an diesem Projekt dann an Grenzen stieß, nicht? Also Wasserstoff steht an erster Stelle im Periodensystem. Das hätte dann nach meinem Konzept eben nur ein Wort, dieses Gedicht. Oder wenn ich schon mit Strophen arbeite, dann vielleicht drei oder vier Worte. Deswegen hat sich das im Laufe der letzten Jahre verändert. Und deshalb nenne ich jetzt diese Einzelgedichte Fußnoten, die sich eben inhaltlich schon auch mit Charakteristika der betrachteten Elemente beschäftigen. Aber es gibt darüber hinaus ein noch im Entstehen befindliches Langgedicht, das anders vorgehen kann und das dann eben auch die Verbindungen, die aus den Elementen entstehen, in den Blick nehmen kann und wo es dann sich auch lösen kann von diesem zunächst sehr starren Konzept. Und es gibt jetzt auch noch keine 118 Fußnoten, weil man ab einem bestimmten Punkt ja ohnehin dann in einen Bereich kommt, wo also ein Element überhaupt nur noch als Zerfallsprodukt eines anderen auftritt. Und deshalb habe ich beschlossen, beim Fermium Schluss zu machen. Das ist das Element 100. 100 ist so eine schöne runde Zahl, da bin ich dann ganz frei und willkürlich in dem Moment. Und Fermium erinnert mich natürlich an Fermé, ans Schließen, aber auch an Fermate, musikalische Note,
die zumindest beim Klavier, nicht bei der Geige habe ich mir sagen lassen, aber doch so einen ausklingenden Ton, gedanklich ins Unendliche ausklingenden Ton darstellt. Bei der Geige ist das aber nicht der Fall, falls wir hier Violinisten unter uns haben. So, also darauf habe ich beschlossen, mich zu beschränken auf 100 Fußnoten. Ja. Darf ich eine Frage stellen? Ja, klar, gerne. Also jetzt muss ich, was Steffen Koch? Ja, der hat nach mir angefangen, ne? Ich weiß, das war eine Frage. Fand ich. Also er war zu den anderen, der hat ein Buch gemacht, 118. Genau, Der stellt 118. sich nach diesem Konzept sich an. Nein, gar nicht. Also wir haben inzwischen auch darüber mal gesprochen. Als das rauskam, meine Lektorin fragte mich, ob mich das irgendwie erschreckt oder erschüttert. Ich sage, nein, überhaupt nicht, weil er ja ganz anders vorgeht. Na, das hat immer in etwa den gleichen Umfang, 10 Zeilen, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich irre. Und er nimmt die Abkürzungen aus dem Periodensystem, wie Fe zum Beispiel für Ferrum, Eisen, für einen aus dem Alltagsleben bekannten Gegenstand, der also von daher aus dem Alltagsleben her elementar ist, wohingegen ich mich tatsächlich mit den Stoffen inhaltlich beschäftige, die Stoffe in den Blick nehme und gucke, was sind denn die stofflichen Prinzipien? Also wie zum Beispiel hier in dem Tellur-Gedicht, welches Prinzip springt mich ja da an? Also das ist natürlich immer noch individuell. Das ist dann schon die erste Enttäuschung meiner Vision gegenüber zu denken. Also ich habe da jetzt mal einen Themenbereich, der mit mir als Individuum nichts mehr zu tun hat. Ja, davon bin ich ja dann auch inzwischen abgerückt, aber das war eigentlich die Idee. Und dann habe ich festgestellt, natürlich hat jedes einzelne Element so viele, es gibt so viele Türen, durch die ich da reingehen könnte. Da wird es dann natürlich durch die Entscheidung schon wieder doch sehr individuell. Meine Tür zu Tellur war der sogenannte Gitterfehler. Also es ist ein Halbleiterelement, dessen stromleitende Eigenschaften auf der Tatsache beruhen, dass in dem Atomgitter kleine Fehler oder Lücken sind, die eine Bewegung von kleinsten Teilchen auch schon bei Zimmertemperatur und damit die Leitung elektrischen Stroms ermöglichen. Jetzt mal ganz laienhaft paraphrasiert. Und dass ein Fehler zu einer Qualität werden kann, das war das, was mich dann an Tellur begonnen hat zu interessieren. Und insofern denke ich schon, sind Steffens und meine Ansätze so unterschiedlich. Und im Übrigen habe ich das ja nicht gepachtet. Also so, ja, das ist ja wie jedes andere Thema, wie das Thema Liebe oder Vergänglichkeit, sind natürlich auch die Stoffe, aus denen unsere Welt besteht, in ihrer materiellen Erscheinung eben zugänglich. Und jeder kann sich ja damit auf seine Weise nähern. So. Also ich fand das toll, was er gemacht hat. Ja, ich denke auch, dass es gibt ja also 100.000 Ja, Herangehensweisen. ja. Und also eine Freundin von mir, die auch Dichterin ist, hatte auch mal mit so einem ähnlichen Projekt angefangen, aber ich glaube, sie hat es dann nicht mehr weitergeführt. Und das ist ja auch schön irgendwie, dass es so nummeriert ist. Und das passt so ein bisschen zur Struktur der Lyrik. Also so, deswegen glaube ich, liegt es. Ja, reizt das schon viele, viele Dichter und Dichterinnen. Und zum Beispiel hast du in dem Gedicht Brom, was ich ganz interessant fand, also du löst das ja auch auf so einer ganz anderen Ebene. Also man hat den Titel, dieses Element und dann hat man so seine Assoziationen zu diesen Eigenschaften oder wie ich musste das dann mal natürlich googeln. Und was ich dabei zum Beispiel ganz schön fand, ist, in diesem Gedicht geht es ja so aus meinem Verständnis ein bisschen über so ein Zuhause, das den Schutzraum bietet oder ein Schutzraum ist, in dem man sich sehr wohl fühlt und umarmt ist. Und dann passiert etwas Unerwartetes, ohne dass es gesagt wird, was es ist. Und verändert eben dieses Zuhause oder die Wahrnehmung davon. Und dann hast du so ganz schöne Bilder wie, dass das Rückgrat einer Wendeltreppe zum Beispiel, also das habe ich jetzt so gelesen, dass das so die Wahrnehmung verdreht von etwas, was einem sehr vertraut war. Und Brom ist dann aber etwas anscheinend, das giftig ist. Und aber auch, was ich etwas
beunruhigend fand, es wird zur Herstellung von Beruhigungsmitteln genutzt. Ganz genau. Also darauf rekurriert das natürlich auch. Ne? Geschah mir das im Puporschneckenschlummer? Also wenn mir etwas geschieht, dann ist das ein Kontrollverlust. Mhm. Deswegen dieses Heim, das mich da irgendwie umgab, das ist natürlich dann wie dieses Schneckenhaus, das aber für mich gefühlt, als ich das schrieb, nichts besonders Anheimelndes hatte, sondern schon eher etwas, deswegen auch das Rückgrat einer Wendeltreppe, nicht? Also diese lyrische Persona da in diesem Gedicht entwindet sich da offensichtlich etwas. Und es geht um Beruhigungs- oder Betäubungszustände, die von Brom tatsächlich herbeigeführt werden können, also um das Thema Schlaf auch im übertragenen Sinne. Und, ja, genau. Ja. Aber es ist für mich immer ganz spannend, wie unterschiedlich man das eben auch hören oder auch lesen kann. Und bei dem Gedicht Sinn, also da hast du ja auch die Eigenschaften dieses Schwermetalls aufgegriffen. Und das ist auch eben, wo das alles auftauchen kann, auf so eine ganz interessante Art und Weise. Also da geht es, also ich lese das ganz stark heraus, da gibt es halt eben so Bilder von Kriegs. Bilder, also Legionen. Bei Zinn, ja. Genau, und es gibt eben auch so ein bisschen Sarkasmus, hübsche Kaliber im Gedicht und die Menschen sozusagen sind so Spielfiguren der großen Politik. Und ist das ein Gedicht, ich weiß gar nicht, wann das entstanden ist, aber da kommt zum Beispiel eben auch, also man könnte es halt eben auch sehr aktuell lesen. Ja, das ist jetzt wirklich ein unglücklicher Zufall, muss man ja leider sagen, denn wir haben uns ja unsere Auswahl schon vor Wochen, also vor Monaten haben wir das an Peter und Tobias geschickt und damals war bestimmt schon so eine untergründige Angst oder Befürchtung stand natürlich schon im Raum. Es hatte sich ja verbal schon einiges aufgeschaukelt und trotzdem, also ich zumindest hätte mir nicht träumen lassen, dass an diesem Abend das so einen aktuellen Hintergrund haben könnte. Mhm. Na, aber das ist eben auch eine meiner Vorgehensweisen bei diesem Projekt, dort, wo es möglich ist, über leicht assoziierbare Gegenstände zum Element zu kommen. Und Zinnsoldaten waren halt schon auch aus Zinn. Und sagtest eben, du hast gegoogelt, also da kann ich dich beruhigen. Ich google auch gerne so manche Sachen. Also diese Geschichte, dass die Uniformknöpfe an den Jacken bei Napoleons Armee aus Zinn waren, das weiß ich, glaube ich, auch von Google. Also das war auch etwas, wo ich über Google drauf kam. Fand ich aber einfach sehr schön reinpassend dann in dieses Gedicht. Und die sind dann zerfallen? Richtig, genau. Es wurde spröde und die gingen ab und die armen Männer konnten ihre Jacken nicht mehr zuknöpfen. Ne? Also das sind dann so ganz konkrete Einzelheiten, die mich dann ansprechen. Aber das ist ja auch das Schöne an Literatur, dass es eben je nach Kontext ganz anders lesbar ist und immer seine Bedeutung verändert. Ja. Und wobei wir dann wieder bei Christian wären. So, jetzt müssten wir eigentlich dich noch herbitten. Und also die unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten, die jedes einzelne Wort oder die Art der Auffassung oder wie man es auch hört, ja, also auf welchen gemeinsamen Grund das dann tatsächlich zurückführt und welche Instrumente man eigentlich benötigt, um sich auf diesen Grund dann einigen zu können. Ja, da müssten wir jetzt eine Dreierrunde machen. Dann nehmen wir noch Henrik Jackson dazu. Dann können wir, hier haben wir jemanden, der uns noch bessere Fragen stellt, glaube ich. Aber das lese ich auch aus deinem, aus einem deiner Gedichte. Als ich es getan habe, du schreibst wunderbare Fragen. weiß ich jetzt nicht so, aber bei dem Gedicht Fatum aus dem kleinen Glossar Mildernde Umstände, da lese ich auch ganz stark so eine Sprachskepsis heraus. Also da sprichst du vom Zwielicht in den Wörtern. Und da habe ich auch so rausgelesen, dass man sozusagen, auch
im Hintergrund von, also dass auch Sprache missbraucht wird für gewisse Zwecke und dass man dazwischen, also du hattest ja eben auch im Gespräch mit Christian gesagt, es gibt so Rhetorik und Tricks in bestimmten Sprachbildern, dass man da eben auch vorsichtig sein muss und dass man dann auch einzelne Wörter hinterfragt oder auch generell Sprache, also Sprache ist ja auch so eine Quelle der Missverständnisse. Und wie siehst du das beim Schreiben, mit diesem Zweifel an der Sprache zu schreiben oder Lyrik zu schreiben? Ich versuche, wie zum Beispiel in diesem kleinen Glossar mildernder Umstände, das dann auch mit einzubeziehen. Also allein schon die mildernden Umstände für das, worum es darin geht, nämlich dieser Mangel an Bewusstsein für das, was uns an Realität umgibt, was ja auch genannt wird, nicht diese kalbenden Gletscher oder also einfach die globale Klimawandel ist auch ein großes Erwärmung, Thema. Wo wir es dann schon mit einem Euphemismus zu tun haben, Klimawandel anstatt Klimakatastrophe. Und ich habe das angelehnt, also das sind ja 7 kurze Parts, angelehnt an die 7 Todsünden, so nach dem Motto, also wenn es 7 Todsünden gibt, dann wäre es ja schön, wenn wir für diese 7 Todsünden, der wir uns ja alle befleißigen, jetzt auch ganz areligiös und auf jeden Fall absolut unkirchlich verstanden, also nur mal Gier zu nennen, das spielt da auf jeden Fall rein. Also wenn es die Todsünden gibt, dann versuche ich jetzt mal Entschuldigungen zu finden oder eben diese mildernden Umstände und habe das dann ironisch mit lateinischen Begriffen garniert, die eben auch genau das sind, ein Hinweis auf das, was qua Sprache permanent geleistet wird, um uns der Wirklichkeit zu entfremden. Ja, du sagst ironisch, ich habe da ganz stark auch Sarkasmus drin gelesen. Kann man auch sagen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ja. Und es gibt da zum Beispiel auch in diesem Incentia, also wie heißt das dann? Unwissenheit. Das ist, wie gesagt, also das ist das, was behauptet wird. Natürlich weiß man das alles, ja. Aber es gibt immer noch genug Verdrängungsmöglichkeiten und genug Vergessen von Tag zu Tag, um dann zu sagen, ach Gott, ja, wusste ich das denn so genau oder so. Also erstmal, man weiß nichts, man kann nichts machen, das ist dann das Fatum oder Begriff, das, weil ich das irgendwie latinisieren wollte, habe ich das dann als Distributio übersetzt, also dieses Geworfensein in die Welt. Also es wird alle Nase lang eben auch Ohnmacht behauptet. Das mag ja so sein, aber da habe ich halt auch meine Zweifel. Und ja, ich wollte die zumindest haben. Also ich finde Zweifel ganz wichtig. Aber ist mein Lieblingswort. Ich habe das auch so gelesen, an einer Stelle in diesem Gedicht meinst du auch, dass wir demnächst sind wir flüssig genug für die Arche auf dem Mond? Also ich habe das sehr stark so gelesen, wie dass es halt nichts Festes gibt, worauf wir uns verlassen oder wofür wir auch einstehen. In dem Sinne, das ist so eine Verflüssigung vielleicht von, oder auch Interessen ist oder auch dem, ja, also dass wir auch nicht mehr so greifbar als Mensch sind oder so. Und so metaphorisch, dass wir dann irgendwann verflüssigen und dann sozusagen auf den Mond fliegen können, weil als Ganzes können wir ja nicht. Ne? Das ja, so ich meine, wir waren ja da schon und also genau, also das Anthropologische ist natürlich auch wandelbar, was man darunter versteht, wie man den Menschen sieht. Es hat gleichzeitig vielleicht auch noch so ein umgangssprachliches Element, flüssig sein im Sinne, na, das kostet ja auch alles. Also das spielt auch noch rein. Ich denke, es sind eben Schichten von unterschiedlichen Sprachgesten, die da an der einen oder anderen Stelle anklingen können. So, und ich kann gar nicht behaupten von mir, dass ich in jedem Moment, wenn ich das schreibe oder wenn einfach auch was einfällt, mir dessen so ganz bewusst bin oder das dann auch immer alles schon total durchleuchtet hätte. Also oft erfahre ich etwas über ein Gedicht, das ich geschrieben habe, durch jemand wie dich, ja.
der mich fragt oder der mir sagt, also ich habe das jetzt so oder so gelesen. Und dann sehe ich erst, ach ja, das ist ja ganz logisch. Aber daran hatte ich jetzt so gar nicht gedacht. Ja. An einer Stelle sagst du auch, benutzt du auch dieses Wort des Slapstick, dass wir so durch das Dickicht Interlude, irgendwie seppen. Glaubst du, dass die menschliche Existenz so was Slapstickartiges ist oder geworden ist oder in deiner Wahrnehmung der letzten Jahre? Es hat ja auch was, also es hat so eine Würde ich nicht gehen. Das ist vielleicht auch eins der Gedichte, die dann doch, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht wollte, doch sehr von mir was sagen. Also dieses Befangen oder Gefangensein in Wiederholungszwängen, immer auch die Hoffnung, sich irgendwie doch noch weiterzuentwickeln, sich noch überraschen zu können und dann aber doch feststellen zu müssen, ach nee, also das war jetzt schon wieder der gleiche Fehler oder der gleiche Irrtum. Ja. Aber ich habe das nicht nur auf der persönlichen Ebene gelesen, sondern das ist auch irgendwie im Sinne von, dass Geschichte auch was sehr Wiederholendes hat, in dem das wir uns auch, zwanghaft, ja. Also wie so ein Zwang halt immer wieder wiederholen als Ganzes. Und dann natürlich auch das Verhältnis zur eigenen Gegenwart einfach durch deren Reproduzierbarkeit durch Medien. Also oder dieses ewige Film, gerade jetzt werden wir ja auch wieder gefilmt, das ist dann später abrufbar, ja. Und ja, man merkt gar nicht mehr, wie sehr man schon nicht mehr dabei ist, während das aber alles schon aufgezeichnet wird. So. Also das sind alles Momente, die da reinspielen in diese Wiederholbarkeit oder eben auch Nicht-Wiederholbarkeit. Das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, dass tatsächlich ja gar nichts wiederholbar ist. Je genauer man hinschaut, desto unwiederholbar wird es. Aber die Wirklichkeit, so in meiner Wahrnehmung, wandelt sich gerade in den letzten Jahren immer stärker hin zu etwas, das durch Abrufbarkeit, Verfügbarkeit, ja, so eine Art ständige Präsenz behauptet oder suggeriert, die ja so überhaupt nicht gegeben ist. Und dass dadurch auch etwas verloren geht. Dadurch, dass es aufgezeichnet und nochmal wiederholbar ist. Aber es ist es ja nicht wirklich. Es ist ja nur der Aufguss und der Abklatsch. So. Na, und was macht das mit meiner Wahrnehmung jetzt genau dieses Moments? Ah, okay. Okay. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Özlem. Ja.